In der Orangerie des Schlosses fand am 3. September die Verleihung des diesjährigen Kulturpreises und des Kulturförderpreises statt. Mit diesen Auszeichnungen hebt die Landesregierung künstlerische und kulturelle Leistungen hervor. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte, wie wichtig das besondere Engagement einzelner Personen für die Kulturlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist. Den Kulturpreis erhielt der langjährige Intendant des Theaters Vorpommern, Dr. Wolfgang Bordel. Herrn Bordel zeichnet aus, dass er schon immer eine große Leidenschaft fürs Theater hatte und auch nach der Wende, wo es unsere Theater im Land besonders schwer hatten, es ihm gelungen ist, das Theater in Anklam aufrechtzuerhalten, zu bespielen und viele Zuschauer zu begeistern. Dr. Wolfgang Bordel erreichte pro Saison bis zu 80.000 Zuschauer. 35 Jahre lang war er Intendant des Theaters Vorpommern. Mit dem Kulturförderpreis wurde der Verein Kultur- und Initiativenhaus Greifswald für sein Projekt Straße ausgezeichnet. Dieser arbeitet bereits seit vielen Jahren daran, ein neues Zentrum für Kultur, Bildung und Teilhabe für die Hansestadt aufzubauen. Dazu renovierten die Vereinsmitglieder in Eigenregie und ehrenamtlich ein altes Haus in der Stralsunder Straße 10. Nicht nur die Ministerpräsidentin, auch Bildungsministerin Bettina Martin würdigte die beiden Preisträger.